Frau Stadtverbund, Vorstellerin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, ich kann nahtlos an Herrn Austin anschließen. Auch wir sind der Meinung, dass so eine Resolution nicht das Ende der Fahnenstange sein kann und dass es auch nicht sinnvoll ist, eine Resolution nach der anderen zu verabschieden und dann ist gut. Dann ist natürlich nicht gut. Also Papier ist geduldig und es wurde gerade schon gesagt, VW, SFA, Hübner, die Meldungen häufen sich, man kann spekulieren, wie viel davon auch taktische Verkündungen sind, weil Tarifrunden anstehen, kann man alles spekulieren. Wir werden jetzt diese Resolution unterstützen, weil sie auch immer nie hineingeschrieben haben, dass auch ein Gespräch mit dem Betriebsrat stattfinden soll. Und in die Richtung möchte ich schon nochmal verstärken, dass nach unserer Meinung es wirklich essentiell ist, mit den Betriebsräten und mit den Gewerkschaften ins Gespräch zu kommen. Weil das Einzelinteresse einzelner Unternehmen nicht unbedingt mit dem Beschäftigungsinteresse in der Region übereinstimmen muss. Und es einfach auch einen großen Erfahrungsschatz bei Gewerkschaften gibt, was regionale Struktur- und Beschäftigungspolitik-Fragen angeht. Das ist vielleicht aktuell aus der Mode gekommen, aber es ist durchaus sinnvoll, in einer Region sehr systematisch an solchen Fragen gemeinsam mit den Gewerkschaften und den Betriebsräten zu arbeiten. Und dann kann man punktuell die Vorstände dazu holen, aber die werden ja auch häufig ausgetauscht und ich glaube, dass das Fundament wirklich sein muss, mit den Beschäftigten und ihren Vertretungen in Austausch und auch in konzeptionelle Arbeit zu kommen. So viel an dieser Stelle. Wir werden auch nochmal dafür, wir werden heute ja nicht dazu kommen, aber dass auch unser Antrag angenommen wird, Gewerkschaftsvertreter und auch Betriebsratsvertreter, insbesondere von VW, in den FIDEGRU einzuladen. SMA-Resolution, wir stimmen zu, aber das kann nicht das Ende der Fahnenstange sein.